Chris, könntest du Hannah einen Geschenkkorb schicken und ihren nächsten Termin vereinbaren? Ich will sie in 2 Wochen wiedersehen. Natürlich. Mr. Quagmire kann sie übernächsten Donnerstag um 15 Uhr einschieben. Das passt. Und am Abend davor bitte nichts mehr essen. Ja. Möchten Sie Ihr Höschen ins Goldfischglas werfen und vielleicht ein Mittagessen gewinnen? Viel Glück. Wann werden Sie die Gewinnerin ziehen? Niemals. Ich schnuppere nur gern an dem Glas. Du leistest wirklich gute Arbeit, Chris. Nimm dir frei und hol dir einen runter. Das ist der beste Job aller Zeiten. Dabei hätte ich beinahe den Pop-Up-Restaurant-Job angenommen. Hi, haben Sie Hunger? Ah! Check, check, Malia. Check, Obama. Check, 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 Malia, Obama. Der Mikrocheck ist pervers. Lass uns einmal kurz Kleiner Bruder durchspielen. Ich will kleinen Bruder, doch andererseits bring ich ihn lieber um. Können wir das Mikro von Brian abstellen? Er summt wie ein notgeiler, besoffener Bienenschwarm. Was zum Teufel ist dein Problem? Ich sag dir, was mein Problem ist. Ich mach die ganze Arbeit und du surfst auf meiner Erfolgswelle. Was? Ich bin genauso ein wichtiger Bestandteil der Gruppe wie du. Ach, wirklich? Schreibst du über all deine authentischen Baby-Erfahrungen? Du wolltest, dass ich mitmache. Warum bist du jetzt so arschig? Weil ich das Baby verloren hab. Was sollte das? Das hat er wahrscheinlich in einem Film gesehen. Brian, einen passenderen Zeitpunkt gibt es nicht. Ich glaube, wir müssen über deine Zukunft in der Band reden. Ist das dein Ernst? Du willst mich wirklich aus der Band rauswerfen? Überhaupt nicht. Ich finde, du und ich sollten Stewie rauswerfen. Und ich nehme seinen Platz ein. Was? Ich will die Schlangen sehen! Kommt er zu allen unseren Auftritten? Also, du willst Stewie feuern und mit mir Rotshirt Blauschirt übernehmen? Ja, absolut. Du bist der einzige Grund, warum die Fans die Band mögen. Kinder lieben Hunde. Außerdem wissen wir beide, was aus Stewie geworden ist. Eine unerträgliche Diva. Ja, aber er ist mein Freund. Ja, und dein Freund hat sich bereits überlegt, wie er dich aus der Band rauswirft. Warte, das hat er getan? Und ich weiß nicht, ob du es bedacht hast, aber Stewie wird nicht mehr lange ein süßes Baby sein. Hm. Da hast du wohl recht. Würde mich nicht wundern, wenn er bald wie eine exakte Kreuzung aus Lois und Peter aussieht. Lebensmittel. Hey, hey.